Ja, er macht DevOps-Dinge und wird uns heute etwas über Digitalforensik erzählen. Bitte einen großen Applaus für Uli Klemann. Die darüber erzählt und geschrieben wird, auch sehr viel Blödsinn, leider Gottes. Und ich will heute mal versuchen, so ein bisschen einen Einblick zu geben in die Welt der Digitalforensik und was da wirklich passiert, was wirklich möglich ist und was eher so in den Bereich der Fabeln und Märchen gehört, was man so aus CSI, Miami, New York und sonst was kennt. Ja. Ganz am Anfang vielleicht, die Zeitspannen, die man aus diesen Serien kennt, haben natürlich mit der Realität gar nichts zu tun. Solche Untersuchungen ziehen sich teilweise über Monate, manchmal sogar über Jahre, bis man da zu brauchbaren Ergebnissen kommt. Also das ist jetzt nichts, was man mal gerade so an einem Wochenende mal so machen könnte. Ja, den können wir, glaube ich, überspringen. Die Agenda überhüpfe ich jetzt eigentlich auch mal. Und dann gehen wir schon direkt ins Thema. Ich werde ein bisschen was erzählen zu Festplattenforensik. Das ist vielleicht so das, was man am ehesten kennt. Ich habe irgendeinen Datenträger, den es erwischt hat und da sind wichtige Daten drauf, die sollen wiederhergestellt werden. Dafür gibt es ja einige sogenannte Dienstleister, die dann versuchen, diese Daten nochmal zu retten. Dann haben wir Memory-Forensik. Das ist schon ein bisschen was Spezielles, also das Auslesen von Informationen aus flüchtigen Speichern. Smartphone-Forensik, so das Thema, was ich eigentlich am liebsten mache, weil es am meisten hergibt. Registry-Forensik, da hüpfe ich drüber. Netzwerk-Forensik, da sage ich vielleicht ein bisschen was dazu. Und Datenbank-Forensik, schauen wir mal, ob wir bis dahin kommen, ob die Zeit es erlaubt. Viele verbinden das mit dem Internet. So, und wenn man das darauf beziehen würde, dann steht natürlich die Polizei. Die Verpixelung ist gewollt, also die ist jetzt keine Bildstörung. Dass im Internet vieles anonym geschehen kann und das über Ländergrenzen hinweg global passiert. Das heißt, wir müssen zum einen die Spuren finden und zum anderen dann diese Spuren auch noch irgendwie weiter ermitteln können, sprich irgendwann an dem Täter rauskommen. Zur Bekämpfung der Cyberkriminalität sind wir als Polizei Rheinland-Pfalz eigentlich gut aufgestellt. Wir haben zum einen eine vernünftige Ausstattung, mit der man arbeiten kann. Zum anderen hat man erkannt vor Jahren schon, dass wir Spezialisten brauchen. Diese Spezialisten haben wir. Das sind Informatiker, das sind mindestens Bachelor, Master, sogar promovierte Informatiker, die bei uns arbeiten, die ständig auch am Puls der Zeit sind. Unsere Aufgabe ist es, möglichst Spuren der Tat in digitalen Endgeräten zu finden. Deswegen bekommen wir oftmals PCs, Festplatten, Handys, Smartphones, Navigationsgeräte etc. von der Sachbearbeitung und versuchen nun die Daten so aufzubereiten, dass der polizeiliche Sachbearbeiter damit was anfangen kann. Das heißt, wir entschlüsseln Daten, wir versuchen Daten zu konvertieren, aufzubereiten, eben so, dass sie lesbar sind. Als Cyberanalyst bin ich zuständig für die Sicherung und Recherche von Beweismitteln im Darknet und Internet, zum Beispiel Sicherung von Facebook-Profilen oder auch von Verkäuferprofilen im Darknet. Des Weiteren analysiere ich Logdateien, um zum Beispiel nachweisen zu können, ob irgendwelche Malware oder Trojaner eingedrungen sind. Man denkt immer, dass IT-Forensiker nur am Schreibtisch sitzen und nur Tastaturhelden sind. So ist es nicht. Wir unterstützen die polizeiliche Sachbearbeitung auch im Einsatz. Das heißt, wenn eine Durchsuchungsmaßnahme anliegt, das kann ad hoc sein, weil es dringend ist, das kann auch geplant sein. Ja, der junge Mann, der da eben gesprochen hat, ist der Leiter der entsprechenden Abteilung beim LKA Rheinland-Pfalz. Die waren mal so nett, ein Video bei YouTube hochzuladen, das ich jetzt hier verwenden durfte. Vielleicht zur Anmerkung, wenn ihr mir nachher einige Fragen stellt, zu denen ich keine Antwort gebe, dann bitte ich um Verständnis, dass ich dazu leider nichts sagen darf. Das wäre ein Internas. Ja, fangen wir mal an. Womit
beginnt der ganze Spaß. Der ganze Spaß beginnt, wie in der Kriminalistik generell, mit einer Spur. Eine Spur kann alles Mögliche sein. Das bedeutet, wir haben ein hinterlassenes Zeichen gefunden und dieses hinterlassene Zeichen, was immer es sein mag, ist ein Ausgangspunkt für eine spätere Untersuchung. Das kann zum Beispiel sein eine Datei oder ein Dateifragment. So, das haben wir jetzt gefunden. Und im Zusammenhang mit IT-Systemen könnte das zum Beispiel sein die History-Datei eines Webbrowsers. Das könnten Logfiles sein, das könnten Journale sein von entsprechenden Dateisystemen. Das könnte der Header einer E-Mail sein. Das könnten Metadaten sein, das könnten Zeitstempel sein. Da kommt also alles in Frage, was so ein IT-System eben an Daten mit sich bringt und hinterlässt. Und wo fallen diese Spuren an? Ja, ich habe es zum Teil schon gesagt. Einmal im Browser-Cache, sehr ergiebiges Repository, Logdateien, Backups, Zeitstempel, digitale Überwachungskameras, sehr schön, auch Geldautomaten, sehr beliebt, Firewalls mögen wir sehr, Virenscanner, temporäre Dateien sind sehr aufschlussreich, ja, aber auch so altmodische Sachen wie die Wahlwiederholungsfunktion am Telefon hat schon so manchen Täter hinter schwedische Gardinen gebracht, auch die Abrechnungsdaten von Mobilfunkprovidern, aber auch sehr gerne Suchmaschinen. Und die digitale Forensik ist im Grunde genommen nichts Neues. Sie bedient sich eben nur neuer Mittel, aber im Wesentlichen nutzt sie die Prinzipien und Methoden der klassischen forensischen Wissenschaften. Kennen wir alle aus dem Tatort, da sind die Jungs mit den Ganzkörperkondomen und den Handschuhen, die immer vorm Kommissar schon da sind und dann irgendwie nach Blutflecken, Hautschuppen, Speichelspuren, Spermaspuren, Haaren oder irgend sonst was suchen, ja, um den Mörder zu überführen. Analog machen wir in der digitalen Welt quasi das Gleiche. Wir versuchen halt, irgendwelche Spuren zu finden, die an einem Tatort immer hinterlassen werden. Immer. Es gibt keinen Tatort, auch im digitalen Verbrechen, wo es keine Spuren gibt. Ganz im Gegenteil, an digitalen Tatorten werden viel mehr Spuren hinterlassen als an analogen. Ja, und wenn wir dann eben mit diesen Mitteln der klassischen Spurensuche im digitalen Bereich eine Spur gefunden haben, dann ist erstmal zentrales Ziel die Sicherung dieser Spuren oder Spur. Und zwar Sicherung so, dass wir gewährleisten, garantieren können, dass diese Spur authentisch ist. Das heißt, dass diese Spur nachträglich nicht verändert wurde, dass wir nachweisen können, auf welche Art und Weise wir diese Spur gefunden haben und was wir damit untersuchungstechnisch angestellt haben. Das geht so weit, dass wir in der Lage sein müssen, diese Untersuchungen auf Wunsch des Gerichts beispielsweise zu wiederholen. Ja, also denen quasi zu demonstrieren, was wir gemacht haben und wie wir zu unseren Erkenntnissen gekommen sind. Da ist also nichts mit Verschwiegenheit und irgendwie Geheimwissenschaft. Das muss alles lückenlos dokumentiert werden. Ja, und dann müssen wir diese Daten, nachdem wir sie aufbereitet und analysiert haben, so präsentieren, dass sie in einer möglichen späteren Gerichtsverhandlung auch akzeptiert werden. Das heißt, wir müssen das Ganze dem Gericht so präsentieren, dass Juristen, die in der Regel alles andere als IT-affin sind, diese Erkenntnisse, diese Spuren auch als Beweismittel anerkennen. Das ist bei der klassischen Forensik im Grunde genommen genau das Gleiche. Da sitzen auch keine Mediziner, sitzen auch Juristen als Richter. Der wesentliche Unterschied zwischen der digitalen und der analogen Forensik besteht einfach in der Art der Spuren. Da haben wir einmal die lokalen und einmal die nicht lokalen digitalen Spuren. Einfach gesagt, lokale, das sind alles die, die selbst auf dem Gerät generiert werden, die wir dort auch finden, die wir dort speichern können, die wir dort analysieren können. Ich habe hier mal so ein paar Beispiele aufgeführt.
Und die nicht lokalen Spuren, das sind eben alle die Spuren, die wir hinterlassen als sogenannte Metadaten oder als Abrechnungsdaten bei unserem Provider in Firewalls, in Clouds, in was weiß ich wo, ja, alles halt eben außerhalb unseres eigenen Rechners. Und auf diese Daten haben Strafverfolgungsbehörden in der Regel auch unbeschränkten Zugriff. Vor allen Dingen, wenn öffentliches Interesse im Spiel steht, beispielsweise bei Kapitalverbrechen wie Totschlag, Mord, schwere Brandstiftung und sowas, ist ein Provider zum Beispiel verpflichtet, solche Daten auf Anfrage auch herauszugeben. Ja, ich habe hier mal die Interpretationsebenen einer Spur so ein bisschen versucht zu illustrieren am Beispiel einer Bilddatei. Wir haben also irgendeine Bilddatei gefunden. So, jetzt müssen wir erstmal eine geeignete Anwendung haben, um diese Bilddatei zu öffnen, je nachdem, was es ist. Dann müssen wir schauen, wie schaut das Ganze denn als Bytesequenz aus? Was finden wir denn da? Und dann müssen wir natürlich diese Bilddatei entsprechend geeignet irgendwo speichern, beispielsweise auf einer Festplatte. Auf der untersten Spur haben wir natürlich die physikalische Spur, die Magnetisierung. Und wir müssen jetzt halt sehen, wie können wir aus dieser gefundenen Datei, was können wir da auslesen, was können wir da identifizieren und lässt sich das, was wir da auslesen können, verwenden oder eben nicht verwenden. Also sprich, können wir damit die digitale Spur als solche untermauern oder ist das, was wir da an Daten gefunden haben, einfach zu wenig oder halt nicht brauchbar? Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, das perfekte digitale Verbrechen. Damit beschäftigen sich Kriminelle ja schon sehr lange, wie man das ausführen könnte. Und schon 1920 hat man in Frankreich angefangen, systematisch sich mit Tatortbeobachtung und Spurensicherung und Auswertung zu beschäftigen. Ein französischer Kriminologe namens Locard hat da sehr stark mitgewirkt und ein sogenanntes Prinzip als Aufsatz veröffentlicht, in dem er sagt, es ist einfach nicht möglich, an einem Tatort keine Spuren zu hinterlassen. Sowohl Täter als auch Opfer bringen immer etwas mit, lassen etwas da und nehmen etwas mit. Also es findet immer ein Austausch von Spuren statt. Da kannst du einfach machen, was du willst, ja, du hinterlässt Spuren. Das Opfer hinterlässt Spuren. Der Täter hinterlässt Spuren und Täter und Opfer tauschen auch immer Spuren aus. Daran haben sich, wie gesagt, schon viele versucht. Im analogen Bereich ist es bisher niemandem geglückt. Im digitalen Bereich wird es noch viel weniger glücken. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir sehr viel mehr Spuren hinterlassen. Und die nicht lokalen Spuren können wir in der Regel auch nicht beseitigen, weil wir darauf als Täter keinen Zugriff haben. Wohl aber als Strafverfolgungsbehörde. Ja, das hier vielleicht so ein bisschen für die nicht juristisch Vorbelasteten. Spur, Indiz und Beweis, nicht das Gleiche. Und es ist manchmal ein langer Weg, bis aus einer Spur ein Beweis wird. Spur, wie gesagt, kann erstmal alles Mögliche sein. Aber bei einer Spur ist noch unklar, ob sie eine Frage des Rechts damit beantwortet werden kann. Ja, also ob ich damit die Frage zum Beispiel beantworten kann, ist sie die Täterin gewesen oder war sie es definitiv nicht? Ja? Der nächste Schritt ist ein Indiz. Wenn ich jetzt die Vermutung habe, sie war es, aber die Spur gibt es noch nicht her, unterstützt aber meine These von ihrer Täterschaft, dann sprechen wir von einem Indiz. Und wenn dieses Indiz dann das Gericht überzeugt, dass der Tathergang so gewesen sein könnte, wie ich behaupte und mit diesem Indiz versuche zu untermauern, dann erst gilt es als Beweis. Das heißt, es spielt bei einem Beweis nicht oder überhaupt keine Rolle, ob der Beweis tatsächlich die Wahrheit ist. Für den Beweis spielt nur eine Rolle, wie ein Gericht ein Indiz wertet.
Und das Gericht der Auffassung ist, jawohl, die Schilderung von Uli Glehmann mit seinem Indiz ist plausibel. Sie war die Täterin, sie hat es gemacht. Dann gilt diese Spur und dieses Indiz vor Gericht als Beweis. Andernfalls kann ich mir mein Indiz in die Haare schmieren. War die Arbeit für die Katz. Digitale Beweisträger, ja, kurz gesagt, alles, auf dem man Daten speichern kann. Natürlich auch Cloud-Speicher. Und jetzt kommt wieder der Karlauer. Warum heißt die Cloud Cloud? Weiß es einer? Ja? Genau, weil alles, was du da reintust, sofort geklaut wird. So, und die Reaktion ist immer die gleiche. Es wird immer gelacht. Das war gar nicht als Witz gemeint. Überhaupt nicht. Kommt gleich die nächste Frage, weil wir sind ja hier bei einer Mitmachveranstaltung. Worin unterscheiden sich denn der analoge, der klassische Diebstahl vom digitalen? Digital ist das Geklaute noch da. Genau, sag's laut. Beim Digitalen ist das Geklaute nachher noch da. Ja, ich merk's nicht. Ich merk's nicht. Ja, die Daten sind noch da. Aber ich habe es ja auch, und zwar als Klonkopie. Sprich, die Kopie ist so gut, dass sie vom Original nicht zu unterscheiden ist. Aber er hat keinen Verlust, seine Brieftasche ist nicht weg. Ja, als wenn ich ihm die Brieftasche gezogen, das würde er sofort merken. Aber beim digitalen Diebstahl ist die Gemeinheit, ich merke es eben nicht. Oder erst, wenn es zu spät ist. Ja, forensische Grundlagen. Worum geht es dabei? Nehmen wir wieder das klassische Tatortbeispiel Mord. Hat ein Beschuldigter diesen Mord begangen? Ja oder nein? Als Hinweis, als Spur haben wir Blutspuren gefunden. Und zwar am Beschuldigten. Wunderbar. Jetzt stellt sich die Frage, sind die Blutspuren am Beschuldigten A tatsächlich Blutspuren? Oder sind es Rotweinflecken? Oder ist Ketchup? Und wenn es Blutspuren sind, stammen sie vom Opfer? Oder sind sie von ihm selbst? Hat er sich beim Rasieren geschnitten? Kann ja sein. Nehmen wir mal an, die Antwort der forensischen Medizin lautet jeweils ja. Das heißt, der Beschuldigte trägt Blutspuren des Opfers an sich. Ist er damit automatisch der Täter? Nein. Nein, ist er nicht. Noch lange nicht. Er hat zwar schon schlechte Karten, aber noch ist das Spiel nicht verloren. Denn jetzt kommen die 7 W. Ganz wichtig. Auch wenn man als Geschädigter in Kontakt mit uns tritt. Erstens, wer ist der potenzielle Angreifer? Mit wem haben wir es da zu tun? Haben wir es mit Kriminellen zu tun? Haben wir es mit der Konkurrenz zu tun? Oder haben wir es mit den berühmt-berüchtigten 3-Buchstaben-Organisationen zu tun, die wir alle kennen, zumindest dem Namen nach? Was genau ist passiert? Hatten wir einen DDoS-Angriff, eine SQL-Injection? Oder haben wir uns irgendwas an Malware eingefangen, Ransomware-Angriff, was war los? Ganz wichtig zu wissen. Wo? Also was und wer sind betroffen? Nur eine einzelne Maschine, eine ganze Abteilung, ein Subnetz oder eben alles? Wann, und zwar wann genau ist das passiert? Eine Meldung über irgendeinen Angriff 3 Wochen später ist wenig hilfreich. Bis dahin sind die Täter über alle Berge. Da machst du nichts mehr. Gleich Bescheid sagen, nicht unter den Teppich kehren. Sofort die Alarmglocke läuten. Hier, bei uns war was. Je schneller die Meldung über einen Angriff beim Forensiker ist, desto eher die Chance, dass man was retten kann und desto eher die Chance, dass man eventuell an die Täter kommt. Deutsche Mentalität ist oftmals erstmal unter den Teppich kehren, gucken, ob wir selber mit dem Problem klarkommen. Und wenn wir dann feststellen, wir kommen nicht mit dem Problem klar, dann wenden wir uns an die Fachleute. Dann ist es meistens zu spät. Auch wichtig zu wissen wäre, womit, also mit welchen Werkzeugen wurde der Angriff durchgeführt. Wie ist das passiert? Hat irgendjemand einen E-Mail-Anhang geöffnet? Hat irgendjemand einen Dienst gestartet? War ein Rechnersystem über längere Zeit unbeaufsichtigt?
waren Fremdkräfte im Unternehmen. Ja? Nicht alles, was als Putzkraft durchs Büro läuft, ist auch eine. Und dann möglichst auch die Frage, weshalb? Also was war die Motivation des oder der Täter? Ja, war das vielleicht ein ehemaliger Mitarbeiter, der uns zum Abschied noch einen reindrücken wollte? Oder ist es ein frustrierter Mitarbeiter? Oder war es ein Bedienungsfehler? Wissen wir nicht. Aber würde uns sehr viel weiterhelfen, wenn es da einen Verdacht gibt, den zu kennen. Ja, wenn wir das alles möglichst wissen, dann geht's los mit den Anforderungen einer Ermittlung. Zuerst einmal muss die Untersuchung als solche und die Untersuchungsmethoden allgemein akzeptiert werden. Das heißt, wir können ja nicht irgendwelchen Voodoo fahren, sondern wir müssen uns an wissenschaftlich allgemein akzeptierte und anerkannte Verfahren halten. Und das müssen wir auch beschreiben, was wir da genau machen, sonst können wir uns den ganzen Mumpitz sparen. Dann ganz wichtig natürlich für spätere Auswertung bei Gericht die Glaubwürdigkeit. Das heißt, die sogenannte Robustheit und Funktionalität der eingesetzten Methoden und Verfahren muss sichergestellt oder bewiesen werden. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, Wiederholbarkeit. Auf Verlangen müssen wir das, was wir getan haben, auch demonstrieren können. Und zum gleichen Ergebnis kommen, das wir vorher hatten. Integrität. Während einer Untersuchung dürfen Spuren weder bewusst noch unbewusst geändert werden. Wenn Spuren während einer Untersuchung geändert werden, da freut sich der gegnerische Anwalt. Und wie? Ja, Sicherung und Integrität muss natürlich dokumentiert werden und zu jeder Zeit belegbar sein. Also jeder Schritt muss auf die Sekunde genau dokumentiert werden, wann genau wurde was gemacht, wann wurde der nächste Schritt eingeleitet. Das muss lückenlos dokumentiert werden. Auch die Ursache und Auswirkungen der Methoden, da sollte man sich drüber klar sein, wäre natürlich fatal, wenn ich durch irgendeinen Rettungsversuch die Daten zerstöre oder vernichte. Ja, das wäre natürlich der Super-GAU, darf nicht sein, also ich sollte mir vorher genau überlegen, was ich da tue, und muss immer daran denken, es muss nachvollziehbar sein. Ich brauche eine entsprechende Dokumentation, in dem jeder Arbeitsschritt, wie gesagt, ganz detailliert dokumentiert werden muss. Es muss gewährleistet werden, dass die gewonnenen Erkenntnisse authentisch sind, dass ich mir da nichts aus den Fingern gesaugt habe. Und das Ganze muss natürlich, das ist sehr wichtig, lückenlos sein. Lücken in der Ermittlungsakte, Ende Gelände. Spielt kein Gericht mehr mit. Ja, dann kommen wir mal zum Datenträger und was man so machen könnte, um eine Untersuchung zu erschweren. Hätte ich zwei Möglichkeiten. Einmal, ich überschreibe den Datenträger, entweder mit Nullen oder mit Zufallszahlen. Okay, kann ich machen. Mit Zufallszahlen ist vielleicht sogar ein bisschen besser. Damit erschwere ich einem Digitalforensiker die Arbeit, heißt aber nicht, dass ich die Daten nicht doch noch zumindest teilweise auslesen kann. Andere Möglichkeit, die Formatierung, ja, kann ich machen. Das macht schon richtig viel Arbeit, aber mit entsprechender Datenrettungssoftware und dem entsprechenden Wissen natürlich, kann ich auch noch formatierte Datenträger zumindest teilweise rekonstruieren, ist natürlich aufwendiger und teurer. Ja, ist klar. Aber wenn es jetzt wirklich um eine Straftat geht wie Mord, öffentliches Interesse, wo Geld keine Rolle spielt, ja, dann wird halt so lange untersucht, bis wir was finden. Und notfalls legen wir den Datenträger unter das Elektronenmikroskop. Ja. Nur eine Frage, wie viel Zeit wir haben und wie viel Geld wir dafür verlangen dürfen. Ja. Aber heißt nicht, dass ich durch Formatieren einen Datenträger so zerstöre, dass ich ihn nicht mehr auslesen könnte. Man könnte es eher so vergleichen, ich habe ein dickes Buch mit vielen tausend Seiten und da suche ich eine bestimmte Textstelle, die nur einmal vorkommt, und jetzt reiße ich dir das Inhaltsverzeichnis raus und sage, such mal.
ist natürlich sehr viel mehr Arbeit, als wenn du ein Inhaltsverzeichnis hättest. Heißt aber nicht, dass du die Textstelle nicht doch irgendwann findest. Es dauert halt eben nur viel länger. Ich habe viel mehr Aufwand. Entmagnetisieren. Das ist natürlich schon, ja, da wird es schon kritisch. Ältere erinnern sich vielleicht noch so an die Zeit Musikkassetten, so Bänder, ja. Da hattest du irgendwann bei der Aufnahme immer mehr Rauschen. Das kam dadurch, das Magnetband hat den Tonkopf magnetisiert. Und dann gab es so ein schönes Zubehörteil, das sah so aus wie so eine kleine elektrische Zahnbürste. War eine Spule drin, eine Batterie und so ein kleiner Magnet. Und damit konntest du diesen Tonkopf entmagnetisieren. Hat auch gut funktioniert. Du solltest allerdings vorher die bespielten Musikkassetten weggenommen haben, sonst waren die nämlich auch entmagnetisiert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Viertelzoll Band, ja, was das für eine kleine Fläche ist, so ein Tonkopf, das ist ungefähr so die Hälfte von meinem kleinen Fingernagel, und so eine Dreiviertelzoll Festplatte. Also das Gerät, was die komplett entmagnetisiert, möchte ich nicht in der Wohnung haben. Scheidet also zu Hause eher aus. Und dann kommen die Tipps aus dem Internet. Festplatte in die Mikrowelle legen. Super Tipp. Dazu sage ich jetzt nichts. Aber so ein Zeug wird halt immer noch propagiert. Bringt letztlich gar nichts. Wenn ihr wirklich eine Festplatte zerstören wollt, und zwar so, dass sie kein Mensch mehr auslesen kann, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Thermit, genau, möchtest du in der Wohnung aber auch nicht machen. Außer du willst die Wohnung anschließend verlassen, auf alle Zeit. Du könntest also mit dem Schneidbrenner in zwei Teile schneiden, ja, wäre Thermit, könntest du machen. Oder du schraubst das Ding auf und nimmst dir einen Schaber, irgendein scharfes Messer oder einen dicken Schraubenzieher und machst auf die Magnetflächen so richtig schöne tiefe Kratzer. Ende. Das kann kein Mensch mehr auslesen, auch keine NSA. Nur die Festplatte, die kannst du natürlich dann nicht mehr verwenden. Ne? Ist klar, zerstört ist zerstört. Ja, wie sieht so eine magnetisierte Oberfläche unter dem Mikroskop aus? In etwa so. Dann ist die Platte noch mehr oder weniger jungfräulich. Dann gibt es hier so dieses wunderschöne Tool zu dem Mikroskop. Da kann man also Spur für Spur und Sektor für Sektor auslesen. Für zu Hause eher auch nicht geeignet. Das dazugehörige Elektronenrastermikroskop sieht ungefähr so aus von der Größe her. Ja, ein großer Chefschreibtisch, vom Preis her, freistehendes Einfamilienhaus in guter Lage. Ja, und so sieht eine Festplatte aus unter diesem Gerät, wenn der Lesekopf und die Festplatte näher Bekanntschaft geschlossen haben. So die Dinger da. Da hat der Lesekopf mal in die Festplatte so ein bisschen penetriert. Schaut dann so aus. Ja, Festplatte von innen, für alle, die das noch nie gesehen haben, sieht so aus. Also da oben dieses silbrige Ding da, ne, das müsste man halt ordentlich zerkratzen. Andere Ideen wie 220 Volt einfach auf die Festplatte legen und sowas, das zerstört in der Regel nur den Linearmotor, mehr aber auch nicht, bringt also nichts. Wenn ihr aber mal eine Festplatte habt, wo Daten drauf sind, die ihr bei einem Datenretter retten lassen möchtet, dann tut das um Gottes Willen nicht, schraubt sie ja nicht auf. Ja nicht. Einmal wegen Staub, aber noch viel schlimmer Fingerabdrücke. Tödlich. Also die Bereiche, wo einer mit den Fingern drauf war, Ende, vorbei, Daten kaputt. Frage. Bitte. Wenn ich meine Festplatte, die ich unleser nicht machen möchte, ja? Nach dem Wasser lege, was ist denn da? Nicht wirklich. Also die andere Methode ist sicher. So, dann kommen wir mal zu den Grenzen des Machbaren.
da muss ich mich jetzt auf den Cheftechniker verlassen, der mir das gesagt hat. Verschlüsselte Dateisysteme. Also alles, was so größer AES 128 ist und ähnlich. Ohne Schlüssel. Märchen. Geht nicht. Kannst du nicht knacken. Funktioniert nicht. Dann habe ich gefragt, wie sieht es denn aus mit SSDs? Zitat, die hat der Teufel erschaffen. Oder auf gut Schwäbisch, ist das ein Scheiß. Ja, also damit war er gar nicht glücklich. Dann hat er mir gesagt, ja, da gibt es ja verschiedene. Also einmal die MVME, da hast du gar keine Chance. SATA, schwierig. Dann gibt es noch MSATA, da ist es fast unmöglich. Dann gibt es noch M2.SSD, was immer das ist, praktisch unmöglich, extremer Aufwand. Dann die Sache mit den Kratzern bzw. geöffnete Devices, Staub und Fingerabdrücke. Wenn überhaupt, dann nur mit erheblichem Mehraufwand. Und wie gesagt, da, wo einer mit seinen Fingern drüber ist, in der Regel gar nichts mehr möglich. Mit Backup überspielt, lässt sich auch nichts mehr machen. Und dann die Frage, ja, was kostet der Spaß und warum ist das eigentlich so teuer? Ja, also ungefähr so bei 500 Euro Minimum fängt so eine Datenrettung an. Warum ist sie so teuer? Einmal, weil sie sehr zeitaufwendig ist. Also ich sag mal, so eine 2-Terabyte-Platte, ja, komplett, kannst du rechnen, 14 Tage Arbeitsaufwand. Und wenn du Ersatzteile brauchst, dann müssen das absolut genau baugleiche Teile sein. Ja, und jetzt stell dir vor, du hast eine Festplatte, die 5 Jahre alt ist. Wenn du dafür noch Originalbauteile kriegst, ja, dann zum entsprechenden Preis. Und das muss natürlich berechnet werden, ne? Dann kochst halt eben mal so Lesefinger. Ich will es gar nicht wissen. Ups. Ja, das Analysieren einer Festplatte ist eigentlich nichts Spektakuläres. Da bedienen wir uns bekannter Linux-Bordmittel. Brauche ich, denke ich, nicht länger darauf einzugehen. Der eine oder andere wird es kennen. Wir verschaffen uns erstmal mit Debugging des Dateisystems einen Überblick, was eigentlich noch da ist und was los ist. So, dann suchen wir irgendwie nach Spuren. Und dann machen wir uns erstmal mit DD-Rescue ein Image. Rettungsversuche bitte niemals an der Originaldatei durchführen. Das geht immer in die Hose. Ja, und hier haben wir ein Beispiel, eine NTFS-Partition. 50 Gig, da dauert es allein mehrere Tage, die nur zu lesen. So, dann nehmen wir die Smartmon-Tools und schauen mal, was die so sagen. Aha, Raw, Read Error Rate, jawohl, okay, da wissen wir schon ungefähr, wo wir jetzt suchen können, was los ist. Dann nehmen wir wieder DD und machen uns wieder ein Image. Und dieses Image sollten wir möglichst schreibgeschützt speichern. Natürlich ganz wichtig, bevor wir das tun, die Zielpartition muss natürlich vor dem Kopieren bereits existieren und groß genug sein. Sie darf aber gerne größer sein. Und wenn wir dieses Image dann schön gemacht haben, dann können wir uns mal langsam damit beschäftigen, die auf dieser neuen Partition vorhandenen Dateisysteme oder das einzelne Dateisystem wiederherzustellen. Da gibt es dann auch 2 schöne Tools, FSTK und halt, wenn es NTFS ist, das NTFS-Fix, so als 4. Arbeitsschritt. Aber wie gesagt, vorher unbedingt auf einem anderen Medium ein Image ziehen. Na. Ja, kommen wir jetzt zum SAP-Prinzip, hat nichts zu tun mit dieser komischen Firma, sondern steht für Secure Analyze Present. Das heißt, wir müssen die Daten, die Spuren in möglichst relevanter, unveränderter Form identifizieren. Dann müssen wir sie auswerten und dann müssen wir sie möglichst so präsentieren, dass sie auch für einen Laien, Stichwort Justiz, nachvollziehbar dargestellt sind. Das heißt, der Tatvorgang muss so skizziert werden, dass ein Richter, ein Staatsanwalt das nachvollziehen kann. Ja, und dann werden die bekannten Fakten über den Vorfall bzw. die Angreifenden oder den Angreifenden präsentiert und der Schaden bewertet. Und dazu gibt es schöne Tools, die auch frei sind, zum Beispiel die
Distribution Kane aus Italien. Das ist so ein Ubuntu-Ding, das entsprechende Tools dabei hat, um digitalforensische Untersuchungen zu machen. Eins davon ist Autopsy. Die anderen Sachen wie X-Rays, Forensik und Zertriage ist eher für den professionellen Bereich, die kosten auch viel Geld. Und in all diesen Phasen dieses SAP-Modells ist, wie gesagt, die sorgfältige, lückenlose Dokumentation unerlässlich. Ohne die geht's nicht. So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil, die Goldmine der Justiz. Das Zitat stammt nicht von mir, sondern von Amber Schroeder, der Geschäftsführerin der Paraben Corporation. Das ist eine amerikanische Firma, die sich mit Digitalforensik, Mobilforensik beschäftigt. Ja, das ist wirklich so das Schlimmste, was je erfunden worden ist. Denn das Ding weiß einfach alles. Das ist schlimmer als alles, was es gibt. Das ist schlimmer als eine Ehefrau, schlimmer als eine eifersüchtige Freundin oder eine Ex-Freundin oder eine vorwitzige Nachbarin. Warum? Das Ding haben wir ständig bei uns. Dem wird alles Mögliche anvertraut. Es telefoniert fleißig nach Hause. Es speichert fleißig Daten, auch solche, von denen wir gar nichts mitbekommen. Und selbst Daten, die wir vermeintlich gelöscht haben, hat es immer noch irgendwo gespeichert. Ja, und bei manchen Leuten sind wir schon so weit, da ist das Ding schon fast als Erweiterung irgendeines Körperteils angewachsen. Ja, die können ja ohne das Ding nicht mehr aufs Klo gehen. Und wenn dann zum Beispiel solche Geräte von Mitarbeitern irgendwann zurückgegeben werden oder von Ex-Mitarbeitern, und die werden dann ausgelesen, man glaubt es nicht, was sich darauf alles findet. Glaubt es wirklich nicht. Ja, Eugen Kaspersky dürfte auch bekannt sein. Alles, was Sie in Ihrem Smartphone speichern, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Da hat der Eugen recht. Genauso ist es. Das Smartphone weiß eben alles über uns. Ja, welche Webseiten waren wir? Haben wir mit WhatsApp irgendwelche Nachrichten verschickt? Haben wir Fotos gemacht? Und. Ja. Ja, und die Dinger sind ja weit verbreitet, nahezu jeder hat eins, und dass es nicht unbedingt die allersichersten Betriebssysteme sind, das brauche ich, denke ich, hier nicht zu erläutern. Ja, und dann kommen wir zu dem Paradebeispiel mit Apple. Apple verweigert dem FBI Hilfe bei der iPhone-Entschlüsselung. Gut. Kann man verstehen. Ja? Nachvollziehbar. Dann haben wir einen Apple-Streit, der Ex-NSA-Chef stellt sich gegen das FBI, okay, schön. Dann haben wir irgendwann wieder die CIA, hat Apple seit Jahren im Visier, wer hätte das gedacht. Auf einmal kann das FBI nun doch auf die iPhone-Daten zugreifen, ja wie das denn? Ich denke, Apple hat sich verweigert, offensichtlich haben sie es doch nicht getan. Apple weigert sich erneut dem FBI beim Zugriff auf das iPhone zu helfen, also das verstehe ich jetzt erst nicht mehr. Denn wer unsere amerikanischen Kollegen kennt, der weiß, wenn die was haben wollen, sie können sehr direkt sein, um es vorsichtig zu sagen. Sehr direkt. Ja, und dann kann man natürlich auch schon nachlesen, wie man die Android-Verschlüsselung aktiviert und wieder aufhebt. Und so weiter und so fort. Kurz und gut, ob das jetzt ein iOS ist oder ein Android, ist den Digitalforensikern herzlich egal. Das spielt keine entscheidende Rolle. Denn es gibt zum Beispiel dieses wunderschöne Gerät da vorne. Das da. Das hat etwa die Größe von einem 10,5 Zoll Tablet. Ist in einer Tasche verpackt, schön, so größere Damenhandtasche. Viele, viele Kabel dabei mit Adaptern. Und das Schwierigste an der Bedienung, hat man mir gesagt, ist es, das richtige Adapterkabel zu finden. Alles andere ist relativ selbsterklärend. Es gibt also ein Touchscreen. Und damit kannst du wunderbar sowohl Android als auch iOS-Geräte auslesen. Dieses schöne Kästchen wird vertrieben von der Firma Cellbrite aus Israel, nennt sich UFED. Gibt auch noch ein paar andere Anbieter von solchen Geräten, unter anderem die Firma Elcomsoft aus Russland, die Firma MSAB aus Schweden, X-Ways aus Nordrhein-Westfalen, Passware und Microsystems aus den USA. Ja, und damit kann ich also Passwörter entfernen, Speicher auslesen und. Ganz egal, wie gesagt, ob Android oder iOS, spielt keine Rolle. Nachteil, diese Geräte werden nicht frei verkauft, auch nicht an Privatpersonen, schon gar nicht, sondern nur an entsprechende Behörden oder an Unternehmen, die im Auftrag solcher Behörden solcher Untersuchungen durchführen.
muss halt nachgewiesen werden. Bitte. Das macht schon Unterschied. Die iOS-Lizenzen sind ganz schön teuer. Das ist immer die Frage, ne? Wie viel Geld darf ich ausgeben? Aber von der technischen Seite her spielt das keine Rolle. Ja, dann haben wir hier noch Internet of Spice, wie ich das immer nenne, IoT, Fitness-Tracker und was so alles gibt. Auch die sind natürlich als Datentresor sehr interessant. Aber wir haben auch Spione und Beweisträger, an die wir jetzt vielleicht gar nicht denken. Zum Beispiel eine intelligente Kurbelwelle. So ein Teil ist heute übrigens in nahezu jedem modernen LKW und Bus eingebaut. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Geht aber noch schlimmer. Kann Alexa helfen, ein Verbrechen aufzuklären? Oh ja, kann sie. Hier haben wir es. Sie hat es aufgeklärt. Zumindest hat sie einen erheblichen Teil dazu beigetragen. Alexa im Schlafzimmer hat keine gute Idee. Kommt doch mal weg. Ja, gut. Ja, Siri ist auch nicht besser, also möchte ich auch nicht haben. Aber egal, muss jeder selber wissen. Ja, das hier ist natürlich auch wieder so eine Sache. Darüber sollte man sich mal Gedanken machen, wenn man sowas hat und trägt. Und da ich selbst zu dieser Gilde da unten mal gehört habe, Versicherungsfachleute, hoppla, wo haben wir denn jetzt? Na, kann ich das also durchaus bestätigen. Na. Dass diese tragbaren Geräte zunehmend über Entscheidungen von Versicherungsschutz und Zahlungen entscheiden und als mögliche Beweismittel auch herangezogen werden. Also man sollte sich da heute wirklich verdammt gut überlegen, was man dem Versicherungsprüfer da für eine Geschichte erzählt. Ne? Das kann böse nach hinten losgehen. Ja, kommen wir mal zu MSAB, meiner Lieblingsfirma in dem Kontext. With evidence gathering from mobile phones becoming one of the key areas of law enforcement, your mobile forensic operations have never been more critical. Exec Director is a vital piece of the puzzle that lets you build, tailor, and streamline a truly complete and effective mobile forensic system for your organization. It's a centralized management solution that lets you connect all your MSAB mobile forensic extraction tools into a single network. Hi there, my name's Simon Crawley. I've just recently joined MSAB. Until recently, I was working with the Metropolitan Police Service in London as part of their SF-15 counter-terrorism command based at Heathrow Airport. We were having subjects of interest flying in and out of the UK. We would obviously ask them for their phone and so we had XRY logical kiosk to a logical download. We networked our kiosks
with a director, which then meant as soon as that image was done, we could then transfer that data. Because the faster you can transfer your data to the analysts, the better, the more work you're going to get done each day. That is essential, really. If you have kiosks, you ought to network them to save time and efficiency. Then you need to have directors sitting behind that, because it makes the management of the network so simple. As you can see, control really is power when it comes to managing mobile forensic systems more effectively, progressing investigations faster, and solving more crimes. Ja, das ist eigentlich so ziemlich alles gesagt zu dem Thema. Ich habe gerade bekommen, 10 Minuten habe ich noch. Muss ich also ein bisschen drüber springen. Ja, dahinter steckt das BEAST, das Big Data Enhanced Analytics System, eine riesengroße Datenbank, die halt in der Lage ist, mittels KI hier entsprechende Anomalien sehr schnell zu erkennen und auch sehr schnell sehr große Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten. Bei Malware ist es hingegen noch ein bisschen schwieriger, weil die halt eben schwieriger zu verändern ist. Okay, zu Aid habe ich schon was gesagt. Und darauf schon mal zwei Hallo und herzlich willkommen bei Martins Warentest. Sondern das gesamte Speichermedium mit Nullen vollzuschreiben. Warum das? Nun, um das zu verstehen, musst du wissen, was man unter dem Slackspace versteht. Du hast bestimmt schon einmal gehört, dass Security-Experten empfehlen, Daten auf einer Festplatte werden nicht einfach nur zu löschen, sondern das gesamte Speichermedium das können wir uns sparen, das ist eher so für nicht. Warum empfehlen sie das? Ja, jetzt gedacht, um das zu verstehen, musst du wissen, was man unter dem Slackspace versteht und welche eigentlich gelöscht geglaubten Informationen dort gespeichert werden. Wir werden uns in diesem Video anschauen, wie das... Ja, gut, Slackspace, ganz kurz, das sind halt... Ja, die Teile, die halt beim Überschreiben nicht gelöscht werden, also ganz kleine Dateibereiche, aus denen wir auch Daten fischen, sehr häufig. Kann nur empfehlen, wenn jemand Hardware verkauft, baut eure SSDs, baut eure Festplatten aus und verkauft eure Geräte ohne. Auf jeden Fall der sicherere Weg. Gut. Hallo und herzlich willkommen bei Martins Warentest. Da können wir eigentlich auch drüber gehen, weil er erzählt auf Deutsch jetzt genau das Gleiche, was der vorher in Englisch erzählt hat. Kommen wir mal zum letzten Punkt, Netzwerkforensik. Das ist eigentlich ein Punkt, wo wir immer öfter mit zu tun haben. Es gab irgendwelche Angriffe und jetzt ist halt die Frage, ja, was ist denn passiert und wie ist es passiert und kam es von innen, kam es von außen. Das sind jetzt Dinge, wo wir auch als Admins auf unsere Hausmittel zurückgreifen können, also sogenannte Network Captures. Und die können wir mit bekannten Werkzeugen wie TCP-Dump, Etherape, CAPSA, Wireshark, Archimie, können wir die machen und halt auch entsprechend speichern und dann analysieren. Größtes Problem sind einfach Angriffe von innen. Damit rechnet keiner und die Täter sind meistens sehr gut informiert, haben einen hohen Wissensstand, einen hohen Kenntnisstand und können natürlich aufgrund ihrer Informationen, ihres Kenntnisstandes von innen viel mehr Schaden anrichten in kürzerer Zeit als Angreifer von außen. Ja, das ist natürlich so eine Geschichte. Man muss sehr große Mengen an Daten sehr schnell und transparent analysieren. Und das Ganze muss dann auch noch so dargestellt werden, wie gesagt, dass es nachher Laien, Juristen verstehen können. Das ist eigentlich so das Hauptproblem. Ja, warum Netzwerkforensik? Etwa 40% aller Betrugs- und Diebstahls- und Unterschlagungsdelikte werden von Mitarbeitern begangen. Die Summen sind zwar jetzt nicht mehr ganz aktuell, aber um die Größenordnung geht's. Und dass es natürlich nicht die Putzfrau ist, die solche Angriffe startet, ich meine, das braucht man, denke ich, auch nicht näher zu erläutern. Ja, das sind dann in der Regel Mitarbeiter im mittleren Management oder unteren Management, die diese Straftaten begehen. Ja, dann haben wir natürlich auch das Problem, wir haben vermeidbare und unvermeidbare Spuren. Manche können wir durch entsprechendes Verhalten vermeiden, aber halt eben nicht alle. Beweise und Beweismittel, das denke ich, hatten wir vorhin schon, da können wir drüber hinausgehen. Ja, natürlich will ein Straftäter nicht entdeckt werden, ganz klar. Und da gibt es natürlich verschiedene Ideen und Ansätze, was man machen kann. Ich kann natürlich ein System verwenden wie Tails, ich kann Tracking abschalten, ich kann Cookies deaktivieren, jawohl.
Ich kann auch meine IP verschleiern, Stichwort Tor, wurde ich heute Vormittag drauf angesprochen, von einer netten Hexe. Ja, kann ich machen. Ich kann mich tarnen, ich kann mich verkleiden, kann ich alles tun, aber ich kann mich nicht unsichtbar machen. Geht einfach nicht. Denn Antiforensik, das heißt, die Spuren so zu verwischen, das ist schon eine echte Kunst. Und das meiste, was es da steht, ist so eher gedacht für Script-Kiddies. Ja, einen versierten Auswerter kann man damit nicht wirklich aus der Fassung bringen. Mit Steganographie hingegen kann ich schon einige Schweinereien machen. Aber das wäre jetzt ein Vortrag für sich. Ja, vielleicht hier mal so ein Beispiel. Ja, man hatte, man hatte hier oben diesen kleinen Ausschnitt, das war die Spur. Und das Foto wurde dann 2014 von den Herren Murdoch und Dornseif daraus rekonstruiert, das war die Täterin. Also so wenig Indiz kann ausreichen, überführt zu werden. Ja, dann haben wir so geschwärzte PDF-Dateien. Nicht wirklich. Aber USB-Kill ist geil. Schönes kleines Skript. Erstellt eine Whitelist über alle eingesteckten USB-Geräte. Und wenn ich irgendeines dieser USB-Geräte entferne, dann kann ich konfigurieren, dass entweder die Festplatte verschlüsselt wird oder der Rechner umgehend stromlos gemacht wird. Und das war's dann. Daten weg. Funktioniert wirklich gut, man sollte sich aber natürlich vorher darüber bewusst sein, ja, Daten weg, ohne Backup, kein Mitleid. Gut, ich meine, damit kann man natürlich jetzt schon, ja, USB-Kill ist schon schön für normale Ermittler. Die würden normalerweise einen USB-Maus-Jiggler an den Rechner stecken, um genau das Abschalten zu verhindern. Aber eine wirkliche Untersuchung kannst du damit also jetzt nicht verhindern. Aber funktioniert an sich ganz gut. So, damit wären wir durch. Zum ersten Mal ohne zu überziehen. Danke fürs Zuhören. Und wenn es jetzt noch Fragen gibt, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Dankeschön. Hallo, ich habe eigentlich zwei Fragen. Zum einen erstmal bei so einem ganz typischen DSL-Anschluss bei sich zu Hause, wo so ein Router mitkommt von der Telekom, Vodafone, was auch immer. Inwieweit ist der denn lohnendes Ziel für forensische Analysen? Weil der weiß ja typischerweise, welches Smartphone da zuletzt wann im WLAN war oder ähnliches. Aber bisher habe ich das niemals so auf der Zielliste für Forensiker gesehen. Ja, der ist natürlich schon ein Ziel, weil er nicht nur reines Modem und reiner Router ist, sondern er ist ja auch gleichzeitig eine Firewall, er ist DHCP-Server, er ist DNS-Server, das ist ja so eine Kombikiste. Und die Dinger sind in der Regel nicht gerade gut geschützt, ja, weil es ist halt eben Plastikware. Kann schon durchaus ein Ziel sein, wenn du halt in entsprechenden Verdacht gerätst. Also das ist in den Standardforensik, da gibt es standardisierte Produkte für, mit denen ich so einen Router... Da gibt es standardisierte Sachen dafür und bei einer entsprechenden Hausdurchsuchung kannst du davon ausgehen, dass die Polizei erstmal alles beschlagnahmt, was sie in die Finger kriegt und mitnimmt. Auch den Router, wenn sie dran denken. So, und damit ist das Thema dann, denke ich, beantwortet, ne? Ja, im Router könnte halt viel Zeug im RAM liegen, was beim Mitnehmen... mit Abziehen des Stromsteckers weg ist. Ich sag mal so, ganz doof sind Kriminalbeamte auch nicht. Sehr gut. Und also, wenn du Glück hast, findest du natürlich Leute, ja, die keine Ahnung haben, aber die meisten, die man da zu so einer Beschlagnahme schickt, die sind schon entsprechend vorbelastet oder bringen Kollegen mit, die wissen, was sie tun. Sehr gut. Und die zweite Frage ist, bei SSDs sieht es ja meistens so aus, dass sie eigentlich physisch mehr Speicher haben, als sie mir zeigen, ja, als eine Art von Backup-Bereich. Ja. Und es gibt Features wie Trim und so, wo ich ihnen quasi sogar noch Speicher zur freien Verfügung wieder zurückgeben kann. Die Frage ist,
ist das rohe Auslesen dieser Bereiche, die für mich als Betriebssystem, wenn ich die SSD als Block-Device sehe, wenn ich das Block-Device auslesen würde, wären diese Bereiche leer oder wären gar nicht sichtbar oder nicht adressierbar? Sorry, no comment. Okay, vielen Dank. Bitte. Ja, ich habe da auch eine Frage, aber zuerst erstmal danke für den tollen, interessanten, tiefgreifenden Vortrag. Meine Frage ist dahingehend in Bezugnahme auf Handy. Wenn ich jetzt das Handy wieder in diesen Auslieferungszustand zurückversetze, wie viele Daten sind von dem vorherigen Benutzer da noch vorhanden? Das ist eine sehr gute Frage, die kann ich dir leider so nicht beantworten. Das hängt primär von der Firmware ab. Okay, also sollte man die Dinger vielleicht doch nicht auf dem Flohmarkt verkaufen? Ich sag mal so, das Ding ist ja nichts anderes als ein Rechner, ja, mit dem du auch zufällig noch telefonieren kannst, wenn es auch kaum noch jemand macht. Und ich habe vorhin gesagt, wenn ihr eure Hardware veräußert, ja, baut die SSDs, baut die Festplatten aus. Ja, okay. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ja. Also, danke. Bitte. Bitte das Mikrofon einmal durchgeben. Also ich kann das so sagen, an der Uni, wenn wir Forensikkurse anbieten, kaufen wir auf eBay einfach für jeden in unserem Kurs ein Telefon und er das wieder herstellt. Das habe ich befürchtet, er muss die ganze Karte verraten. Ja, erzähl noch weiter. Und wir kriegen regelmäßig Bilder, die GPS-Daten raus, wo das Telefon war und im Allgemeinen auch Chatverläufe. Ja gut, du hast jetzt gesagt, ich wollte es eigentlich nicht sagen, ich habe es vorhin nur angeschnitten, wenn Mitarbeitergeräte zurückkommen, ja. Ich will es mal so sagen, es gibt von einer amerikanischen Behörde gibt's eine Dienstanweisung für das Übermitteln vertraulichster Informationen. Ja, die lautet, triff dich mit deinem Gesprächspartner unauffällig an einem bevölkerten Ort, schreib dein Geheimnis auf ein Stück Papier, tausch es ungesehen aus, lies es, ja, verbrenn es und vergiss das Treffen. Das ist eine Handlungsanweisung für die. Das sagt, glaube ich, alles aus. Also ein sogenanntes Smartphone ist jetzt meines Erachtens wirklich das Letzte, dem ich Geheimnisse anvertrauen möchte. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, ich habe noch eine Frage zur Datenträgerforensik. Wie erstelle ich gerichtsverwertbar eine Kopie von einem Datenträger? Wie erstelle ich gerichtsverwertbar eine? Ja, das ist also ein Prozess zum ersten. Du ziehst mit DD ein Image, speicherst dieses Image schreibgeschützt ab, ja, als entsprechendes Image. Und das kannst du eigentlich dann schon verwenden. Du musst eben nur, wenn du dieses Image dann analysiert hast, eine entsprechende Präsentation machen, die ein Jurist nachvollziehen kann. Und ich kann also den Datenträger SATA, sonst was oder M2 anschließen und möglicherweise, dass dabei schon irgendwelche Operationen auf dem Datenträger passieren, ist egal? Du machst im Grunde genommen Folgendes. Du ziehst dir erstmal, wie gesagt, mit DD ein Image, ja? DD Rescue. So. Dieses Image speicherst du auf einem jungfräulichen neuen Datenträger, auf dem noch nichts anderes drauf ist. Und diese Datei, dieses Image, setzt du entsprechend schreibgeschützt. Ja, mit entsprechenden, mit ChangeMod, entsprechende Rechte, schreibgeschützt. Und das kannst du als Ausgangsprodukt quasi für eine spätere Auswertung verwenden. Das wären so die Arbeitsschritte, die du machen müsstest. Okay. Danke. Was jetzt nicht heißt, dass das auch als Beweis anerkannt wird, aber es wäre so gerichtsverwertbar. Und du musst natürlich genau dokumentieren, mit Datum, Uhrzeit auf die Sekunde genau, wann du was gemacht hast. Ja, und du musst in der Lage sein, alles das, was du da angibst, gemacht zu haben, auch wiederholen zu können. Und das muss zum gleichen Ergebnis führen. Dann ist es gerichtsverwertbar. Okay, danke. An dieser Stelle im Namen der GPN vielen Dank für diesen kleinen Einblick in die Welt der Digitalforensik an Uli Klemann.